Ja, ich bin auf der Suche nach einem Diplomaten aus Ferdox. Der Name ist Gerling. Gerling, ein kleiner dicker Mann mit wenig Haaren, oder? Ja, der war ein paar Tage lang hier, hat im Gasthaus geschlafen. Und ich habe ihm einen meiner Männer als Wache angeboten. Lehnt er aber ab. Wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Am besten fragt ihr da unseren Bürgermeister. Ihr findet ihn bestimmt bei einem Krugtaluner Apfelwein beim Gasthof am Marktplatz. Ja. Dich wollte ich nicht, ich wollte den Bürgermeister. Ah, da seid ihr ja wieder. Gibt es etwas Neues? Nicht wirklich, nein. Also er hat keine weitere Belohnung mehr für uns. Knauser. Ich hoffe, ich laufe gerade richtig. Ja. Nochmals vielen. Gut, bei dir möchte ich verkaufen den ganzen Schrott, die Wurfbeile, Sehnen, jede Menge Fellfetzen und Bärenfallen, Gruftasselaugen. Nein, die Pastillen der Ausdauer nicht. Danke, die möchte ich behalten. So. Damit sind wir frei von der Last. Können hier am Hof vorbei. So. Leider müssen wir den ganzen Weg laufen dieses Mal und werden nicht geportet, weil wir keine Stadtwache dabei haben. Wir sind aber ja schon wieder da. So, diesmal machen wir keinen Abstecher runter in die Schlucht, sondern gehen einfach weiter. Wir müssten ja gleich wieder auf die verbrannte Kutsche stoßen. Jo, hier ist alles immer noch furchtbar und erbärmlich, vorher auch. Der eine hat versucht, sich hinter seinem Schild zu schützen, der andere hat Gnade gefleht. Ja, hier sind wirklich alle jetzt ordentlich verbrannt. Also sieht definitiv nach einem Drachenangriff aus für mich. Und da liegt der Dorfbewohner. Schmerzen.
bitte, helft mir! Was ist dir zugestoßen? Die Bestie, sie hat den ganzen Rattelzoo verwüstet. Alle mussten fliehen, ich bin in Abhang hinuntergestürzt und ich glaube, meine Beine sind gebrochen. Gewend da der Heilkunde, Wunden, lass mal sehen, Gebrochen sind sie nicht, schlimmstenfalls verstaucht. Halte still und beiß die Zähne zusammen. Ich werde dich verarzten. Es geht mir schon besser. Ich denke, ich kann das kurze Stück zum Wandel schon wieder laufen. Ich bin euch zu großem Dampf verpflichtet. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe benötigt. Ihr findet mich auf dem Rattelshof. Oder was davon übrig ist. Vielleicht ist dort noch jemand, der meine Hilfe braucht. Sieht so aus, als würde man am Hof auch Hilfe gebrauchen können. Ihr solltet mit Bauer Ebergrütz sprechen. Wenn er noch lebt. Ihm hat der Hof gehört. Aber wie ich ihn kenne, würde es ihm zunächst um seine Leute gehen, nicht um seinen Besitz. Mich habt ihr ja schon mal vor dem sicheren Tod bewahrt. Da wird ihm sicher ein Stein vom Herzen fallen. Aber es gibt sicher noch andere Verwundete in der Nähe des Hofes. Ebergrütz, sagst du, ich werde mal mit ihm sprechen. Ja, also erstmal hat Fork mein Level up. Das heißt, wir können ihm einen Punkt hier reinpacken. Vorgrim braucht eigentlich nur noch den Hammerschlag. Das heißt, wir sollten so die 200 Punkte aufsparen. Den Rest können wir irgendwo reinpacken. Wobei wir Selbstbeherrschung jetzt nicht mehr so dringend brauchen. Auch wenn es nur ein Punkt ist, den wir ihm geben können. Dann geben wir mal dem einen Punkt. Wie sieht es bei mir aus? Ich hätte eigentlich noch gerne den Todesstoß. Für den brauche ich aber noch einen Mut. So als Ersatz für den gezielten Stich. Schwerter kann ich gerade nicht steigern. Hi, folgt mir, Sanya. Alles klar. Ja, bei Gladys gibt es eigentlich nichts mehr, was wir noch bräuchten. Das heißt, ich könnte mal ihre Punkte wieder in... Zauber stecken. Gerade die drei hier. Ein Zwerg, ein Wort. Vorgrim, wie gesagt, Hammerschlag. Ich muss noch auf einen Punkt Wut sparen. So. Da ist eine Katze. Da ist Belmart. Und Wölfe gibt es hier auch noch. Ja, da ist der Rattelshof. Der ist ein bisschen abgebrannt. Ja. Mein Atem geht ruhig. So, Gullmund noch. Hier einsacken. Also ja, wir können um den Hof umgehen und uns erstmal um die ganzen Wölfe hier kümmern. Ich versuche mein Bestes. Sanya. Und ja, man merkt, was die Sinnesschärfe so macht. Sieht aus, als gibt's ja Arbeit für uns. Müffelt ein bisschen. Da
der Bauer. Vielleicht kann der uns sagen, was hier los ist. Ja, das ist Ebergrütz. Der Rattelshof. Der Rattelshof, der größte Bauernhof des Tals, steckt in Schwierigkeiten. Hilft dem verwundeten Bauern. Ich habe dem Bauern geholfen. Er humpelt zwar noch etwas, aber zumindest kann er alleine zum Hof zurückkehren. Sprich mit Bauer Ebergrütz. Der verwundete Bauer hat mir geraten, mal beim Rattelshof vorbeizuschauen, um mit dem Bauern Ebergrütz zu sprechen. Nochmals. Ja. Also vom Hof ist definitiv nicht mehr viel übrig. Außer zwei helle Pferdocker. Oh, die Werkbank hat es überlebt. Und ich glaube, der Amboss hat es auch überlebt. Ja. Quellwasser, Pferdocker und Ulmontee, noch ein Pferdocker. Ja. Waffenbalsam und Fellmart. Mein Atem geht ruhig. Was hat die Truhe zu bieten? Hela und eine Mausefalle. Schweinchen. Noch ein Bellmart. Und der Hinterausgang. So könnten wir theoretisch die Wölfe umgehen. Ja. Sanja. Aber hier gibt es nicht wirklich was. Hier kommen wir auch nicht lang. Nee. Gut, das heißt, wir reden mal mit Ebergrütz. Hier gibt es noch mehr Schweinchen. Und da sind halt die Wölfe. Da ist jetzt jede Menge Wölfe. Ein Schwert, ein Bord. Aber Wölfe können zum Glück nichts mehr. Deswegen geben sie auch keine Erfahrungspunkte, leider. Ja. Ja. Aber wir können sie wenigstens abernten. Wenn wir sie schon töten müssen, die armen Wölfe.
Sila Dao. So. Dann können wir jetzt auch die Kräuter hier in Ruhe einsammeln.